herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ich weiß, also ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Also es soll anscheinend ein Infovideo sein. Aber in einem Infovideo liefern wir gewöhnlicherweise Informationen, die unseren Kanal oder so weiteres betreffen. Heute will ich mal allgemein reden über das Thema, was unseren Kanal alles so betrifft, nämlich Star Wars. Dieses Wochenende war ja die Star Wars Celebration und vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen und ich möchte da euch ein bisschen informieren, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Ihr seht hier, ich bin beim Reviewplatz. Morgen oder heute kommt die Review. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt über am Abend hochlade oder erst am nächsten Tag. Deswegen sage ich morgen oder heute. Nämlich zu Ghost kommt dann die Review. Ihr seht hier den Sarlacc aus Star Wars Episode 6. Dort, wo Boba Fett leider gestorben ist. Ja. Tragische Szene, aber ich will sie einfach nicht mehr in meinem Kopf haben. Auf jeden Fall fangen wir mal an. Also es gibt ja einen Livestream auf Star Wars. Auf dem Star Wars Channel. Und ja, also ihr kennt mich ja, ich möchte gerne viel über solche Sachen reden. Habt ihr wahrscheinlich auch beim 50 Jahre Special gesehen und deswegen hatte ich einfach mal Lust, sein Video zu machen. Auf jeden Fall kamen viele Dinge raus. Zum ersten kam ein neuer Rogue One Trailer raus, ein Behind-the-Scenes-Trailer. Nur die online geguckt haben, den Livestream, wurden ein bisschen enttäuscht. Denn es gab anscheinend einen Trailer bei der Celebration, nur den Online-Zuschauern oder so, oder den anderen ganzen Star Wars-Fans, die nicht bei der Star Wars Celebration waren, konnten den leider noch nicht sehen. Ja, also ich warte noch mit sehr viel Gier auf den neuen Rogue One Trailer, der hoffentlich erscheint und hoffentlich auch mit Darth Vader mit drin ist. Also es gibt ja verschiedene Panels und einer davon, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, war der Ahsoka's Untold Stories Panel. Dort wurden die Geschichten zu Ahsoka, die zwischen Clone Wars und Rebels vergangen sind, so ein bisschen, erzählt von den Machern von Rebels und der Sprecherin, also der Stimme von Ahsoka. Der hat mir ganz schön gefallen. Auf jeden Fall ist jetzt heute schon der zweite Tag gewesen und anscheinend, ihr kennt ja wahrscheinlich den Shooter Star Wars Battlefront. Der hat auch einen kleinen Trailer zu dem Todesstern DLC bekommen und das finde ich auch ganz geil, denn Star Wars Battlefront war ja dafür nicht bekannt, Raumschlachten zu involvieren, sagen wir mal. Und jetzt soll es anscheinend auf dem Todesstern Raumschlachten geben. Und ja, das wäre natürlich eine super Sache, wenn man in diesen Schacht reinfahren können. Entschuldigung für dieses Piepen. Auf jeden Fall, es wäre so super, wenn man in diesen Schacht reinfliegen könnte und dann einfach den Todesstern zu bomben. Naja, das Feature würden sie wahrscheinlich nicht machen, aber sie würden, dass man so in diesem Schacht halt einfach reinfliegen kann und TIE Fighter abwandern kann. Und das finde ich eine gute Sache. Und das, was mich am meisten gefreut hat, also mich hätte am meisten der Rogue One Trailer gefreut. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, ein Rebel Season 3 Trailer kam raus. Also der von der Staffel 3 kam raus. Und das freut mich natürlich sehr. Natürlich gibt es einen, sagen wir mal, Hass manchmal auf Rebels. Und ja, also ich finde, die Serie lässt sich steigern, also sie steigert sich sehr gut, wirklich, muss ich sagen. Sie steigert sich einfach in allem. Also ich finde, wenn ihr noch nicht gesehen habt, also natürlich ist alles Englisch, da müsst ihr ein bisschen was raushören, aber auf jeden Fall, man sieht halt einfach, wie sich diese Serie stark nach oben drängt. Und dieser Trailer, ich will euch ja nicht spoilern, aber es gibt eine neue, sehr große Figur, die man gedacht hat, nicht im Star Wars Canon zu sein. Also, denn Disney hat ja veranlasst schon länger, dass nur Star Wars Sachen nach dem Canon sind, also nach dem Kanon. Und diese Figur war eigentlich in so Büchern und jetzt wurde sie auch in den Kanon mit eingebunden von Star Wars. Denn jetzt Bücher und so sind zum Beispiel nicht mehr Kanon wegen Disney. Denn, also in diesem Trailer sehen wir 3 Minuten aus der neuen Staffel, die halt
Ja, ich glaube, die erscheint im Herbst wieder. So wie letztes Jahr. Genauso wie das Star Wars Battlefront DLC erscheint im September. Und auf jeden Fall gibt es da viel halt zu sagen. Und es ist natürlich auch toll. Denn Rebels bringt mal wieder dieses Holocron, was noch nicht gelüftet ist. Dann darf man. Es bringt neue Geschichten. In dem Trailer sehen wir Droiden, die sehr den Klonus-Stil. Also, die sehen wirklich wie ein Klonus aus. Dann sehen wir noch andere schöne Dinge, Mandalorianer vor allem. Und das ist natürlich sehr, das weckt natürlich jeden Star Wars-Fan das Herz. Und das ist natürlich auch schön. Also, ich bin geflasht ein bisschen, bis auf den Rogue One Trailer, der mir leider fehlt. Der Behind the Scenes Trailer ist auch schön. Könnt ihr euch mal anschauen auf der Star Wars, also auf dem Star Wars YouTube Channel oder auf dem Star Wars Deutschland YouTube Channel könnt ihr euch den anschauen. Finde ich eine super Sache und es macht natürlich Spaß, das alles mit anzuschauen. Also da sind viele Sachen und ich weiß, es ist immer so was anderes, eine Abwechslung, aber wenn ihr wollt, dass mehr solche Videos über so Star Wars Sachen gibt, zum Beispiel Fakten, was auch immer, könnten wir auch mal in die Richtung machen. Es ist halt euch überlassen. Denn ja, ich habe Lust darauf. Ich könnte viel sprechen. Aber natürlich ist unser Herzstück immer noch das Lego. Und das wird es natürlich auch bleiben. Und da kann man nichts machen. Die Videos würden dann nicht so gelegentlich kommen. Aber es wird so wie jetzt mal so ein kleines Informationsvideo. Ich werde es wahrscheinlich auch Star Wars Info nennen, damit ihr nicht, wenn ihr keine Lego-Infos oder so allgemeine Infos über unseren Kanal haben wollt, dann ja. Also, ich habe mich ausgeredet. Ich freue mich auf alles, was jetzt in Zukunft kommt. Also in der Zukunft die Spiele von EA und die Filme von Lucasfilm. Und ja, das ist einfach schön, was sie jetzt noch daraus gemacht haben aus Star Wars. Und es ist einfach schön, wie viele Fans es gibt, wenn ihr euch mal so von der Star Wars Celebration zum Beispiel ein Panel anschaut. Da sind ja, wer weiß, wie viele Zuschauer. Auf jeden Fall, gebt doch einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann, die Review kommt bald. Dort gibt es wieder eine Abstimmung. Instagram-Kanal ist verlinkt in der Beschreibung. Ja, in der Videobeschreibung. Und ja, Playlist gibt es für diese Videos noch nicht, also braucht ihr noch nichts anschauen, aber ihr könnt auch unsere Lego-Videos oder unser 50-Abo-Special, da wird auch noch einiges zu Star Wars gesagt bei einigen Fragen. Und ja, dann weiß ich ja nicht, kleines Intro. Wir sind ja kurz vor, also wir sind nicht ganz kurz, aber uns fehlen noch so, sagen wir mal 15, glaube ich, 15 Abonnenten zum 100-Abo-Special und wir fangen schon an, etwas fürs 100-Abo-Special zu machen. Aber das bleibt natürlich geheim. Und ja, deswegen wollen wir euch da natürlich überraschen. Und uns freut uns sehr, dass euch unsere Videos gefallen. Und es kommt ja jetzt auch hoffentlich genug zur Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für das Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.